Angela Merkel, sie kämpfte dann doch noch mit den Tränen. Es war zum Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft ein bewegender Moment beim großen Zapfenstreich zu ihren Ehren in Berlin. Es wirkte, als würde die 67-Jährige ihre Regierungszeit noch einmal vor ihren Augen Revue passieren lassen. Und auch daher rief Merkel zur Verteidigung der Demokratie gegen Hass, Gewalt und Falschinformation auf. Das Augenmerk lag aber auch an ihrer persönlichen Auswahl der Musikstücke, die das Bundeswehrorchester zu ihren Ehren spielte. Die Kanzlerin wird sichtlich emotional und kämpft mit den Tränen. Das Musikchor spielt auf Merkels Wunsch "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef. Sowie den DDR-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen. Mit dem Zapfenstreich endet ihre Ära. 5.860 Tage war sie im Amt. Bei ihrer Abschiedsrede ruft Merkel dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen, im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss. Dennoch blicke sie zuversichtlich in die Zukunft. Diese lasse sich gut gestalten, wenn man sich mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit mache. Ein Andenken an ihren Abschied, eine rote Rose. Für noch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gibt's auch eine. Ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz von der SPD wünscht sie alles Gute und eine glückliche Hand. Und bei mir im Studio begrüße ich nun einen der Großen der deutschen Politik, ehemaliger SPD-Vorsitzender, ehemaliger Generalsekretär, Vizekanzler Franz Müntefering. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich grüße wegen der Größe 1,75. Herr Müntefering, Sie waren gestern ja auch mit dabei. Und da muss ich natürlich die Frage stellen, wie haben Sie das erlebt? Wie werden Sie vor allen Dingen Angela Merkel in Erinnerung behalten? Denn da gab es ja schon heftige Zeiten damals zwischen der SPD und CDU/CSU. Es war eine würdige und eine gute Veranstaltung gestern Abend. Ich war gerne dabei. Das hat sie auch verdient, dass wir Dankeschön gesagt haben. Zum Schluss Beifall von allen, von Freunden und Gegnern. Wir haben uns nicht immer einigen können, aber sie hat als Kanzlerin getan, was ihr möglich war.